Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen in der Fußballfreien Zone. Das einzige Leder, das Sie heute brauchen, ist ein bisschen Sitzleder. Unsere Sendung geht weniger als 15 Minuten. Nachspielzeit gibt es keine. From Nose to Tail. Der Branchenworkshop für Fleischfachleute und Gastronomen gibt viel zu reden. From Haute Cuisine to Street Food. Das Festival für Genießer Food Zürich verspricht 11 Tage Abwechslung. From Pop-up to Trend. Die Gastgeberin Simone Müller eröffnet in Luzern mit der Werkstatt ein neues Trendrestaurant. From Nose to Tail, das ist der Name vom ersten Workshop, der von Proviant, der Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft, organisiert worden ist. Ein Anlass, wo es um Nachhaltigkeit in der Fleischverarbeitung geht. Denn das Konsumverhalten gegenüber Fleisch hat sich in den vergangenen Jahren massiv geändert. Weniger edle Stücke finden heute kaum noch den Weg auf den Teller. Gerade mal 37% eines ganzen Rindes zählt bei den Konsumenten zu den beliebten Stücken. 63% wie die Innereien werden verschmäht. So kann und darf es nicht weitergehen. Das sagt die fleischverarbeitende Industrie. Nose to Tail, mehr als nur eine Trendbewegung. Das Thema bietet ein grosses Potenzial. Und die Branche sieht das Potenzial und will hier die Verantwortung wahrnehmen. Es geht ja nicht nur um einen Trend. Es geht um Interessen der Branche, die Ressourcen, die da sind, die man heute nicht nutzen oder ungenügend nutzen, dass man das eben ausschöpfen kann. Nicht die Bedürfnisse der Endkonsumenten steht bei dieser Debatte im Vordergrund. Hier findet ein Austausch unter Experten statt. Das Thema Nose to Tail stößt auf offene Ohren. Es ist auch ein dankbares Thema. Es ist vielleicht nicht zuletzt auch der Grund, wieso dass man auch so ein Thema gewählt hat für ein Branchenprojekt. Es bietet für jeden Betrieb, egal, ist es ein Gastronom, ein Detailhändler, eine Metzgerei, es bietet wirklich für jeden die Möglichkeit, sich zu engagieren. Für jeden hat ein Potenzial dort drin. Das ist das Spannende. Das Thema ist so viel breit, man kann so viel in die Vollverwertung von diesen Schlachttieren, eben Nose to Tail Eating, reinpacken, dass sich jeder wiederfindet. Nose to Tail ist an und für sich nichts Neues. Jahrhundertelang hat man sich nach diesem Grundsatz ernährt. Zu einer Zeit, als Fleisch noch ein Luxusgut war und nur sonntags auf den Tisch kam. Es ist natürlich ein Thema von effizienter Ressourcennutzung, dass man eben das ganze Tier isst. Und auch ethisch nötig, dass man das ganze Tier isst, das man ja auch müssen umbringen, töten, schlachten, damit man es essen kann. Von dem her, glaube ich, spielen hier gastronomische Trends, Bedürfnisse und Gelüste von jungen Menschen und eben nachhaltige Entwicklung einher. Christoph Jenzer gehört noch zu den wenigen Metzgermeistern, bei denen Nose to Tail schon lange Programm ist. Aus der Not macht er eine Tugend, wie zum Beispiel mit der Verarbeitung von ausgelassenem Speck zu Grebenschmalz. Es gibt wirklich Sachen, wo man sagt, hey, was machen wir mit dem? Wir haben den Tiefkühler voll und man macht daraus eine neue Spezialität. Und andere Produkte ist es so, dass es ein Kunde von uns angefragt hat. Also Grebenschmalz war nicht meine Erfindung, sondern es war ein Kunde, der einen kleinen Produzent gesucht hat, der das überhaupt noch machen kann, weil es im Glas drin ist, also im Weggläschen, wie wir das machen. Einer der wenigen Gastronomen des Workshops ist Jörg Bischoff. Bischoff ist Metzgermeister, Küchenchef und Gastgeber des Restaurants 1871 in Luzern. Er setzt voll auf die Rasse Evolina, die sogar von Nose to Tail auf einer speziellen Speisekarte stehen. Das Nose to Tail-Konzept hat allerdings einen Pferdefuß, was die Umsetzung anbelangt. Es fehlt oft das Fachwissen, was die Verarbeitung und Zubereitung der weniger beliebten Stücke anbelangt. Jetzt erwartet man eigentlich wieder, dass jeder das kann, auch von den Metzger, bei den Köchen. Das wird wieder eine Aufbauphase brauchen, wo man in der Lehre, in der Küche, in den Wanderjahren nach der Lehre, das muss wieder lernen und ein bisschen vertiefen. Die Entwicklung
ist halt auch dort weitergegangen. Also, die werden heute auf etwas anderes ausgebildet als vor 30, 40 Jahren. Und das gilt es wieder, das alte Wissen, dass das nicht vergessen geht, halt wieder reinzubringen. Und zwar nicht nur bei den Gastronomen, auch bei den Fleischfachleuten. Also schweizweit ist es so, dass es riesen Industriebetriebe gibt, die keine Lehrlinge mehr ausbilden. Und das gibt natürlich ein riesen Defizit in der ganzen Branche. Die Nose-to-Tail-Initiative von Proviant ist eine beherzte Angelegenheit, die in der Branche noch viel zu diskutieren gibt. Am Branchenanlass wurde aber nicht nur über Nose-to-Tail diskutiert, sondern auch entsprechendes kredenzt. Vom Näsli bis zum Schwänzli wird mit Sicherheit auch am Festival Food Zurich ein Thema sein. Nämlich an der 11-tägigen Veranstaltung mit über 90 Anlässen rund ums Thema Essen und Trinken. Und zwar von Haute Cuisine bis Street Food. Ein Festival für Geniesser, wir sind für Sie an der Medienorientierung. Vom 8. bis zum 18. September wird Limmatstadt also zur Food-Hauptstadt. Food Zurich ist der Name der neu gegründeten Dachorganisation. Ein Zusammenschluss von Zürich Tourismus und Partner aus der Gastronomie und Hotellerie. Mit diesem Event soll die Food-Szene in Zürich noch klarer positioniert werden. Wir von Zürich Tourismus sind der Meinung, es läuft sehr viel zum Thema Food, Food Festivals in dieser Stadt, aber sehr vieles sehr heterogen. Und es ist für uns sehr schwierig, das zu nehmen und darüber Zürich können zu positionieren als Destination. Und wir haben gefunden, was es braucht, ist eine Klammer darüber, wo die verschiedensten bestehende Festivals teilweise vereint und auch die Möglichkeit dann gibt für Restaurants, Gastronomen, die kleiner sind, können mitmachen an einem Festival, die nicht können ihr Restaurant zumachen und irgendwo her kochen, sondern die ihren Gaststätten etwas machen. Und genau das ist das Konzept von dem Festival, dass man über die ganze Region verteilt, vom Flughafen bis zum Hauptbahnhof, von kleinen zu grossen Restaurants, ein Festival machen mit über 80 Anlässen, mit über 60 Restaurants, die Stadtgericht anbieten. Und mit mehreren Festivals, wie zum Beispiel das Street Food Festival oder das Epicure im Dolder, wo wir unter dem Dach vereinen. Angesprochen sind aber nicht nur Genussmenschen, die breite Küche und Vielfalt lieben und schätzen. Auch Familien mit Kindern sind herzlich willkommen. Nur schon auf dem Gelände vom ehemaligen Güterbahnhof bieten bis zu 70 Street Food Spezialisten Gerichte aus der ganzen Welt an. Aber auch Einheimisches kommt nicht zu kurz. Gut 60 Restaurants servieren speziell kreierte Stadtgerichte. Ja, als Gastronom ist natürlich das Spannendste, dass man muss innovativ sein muss. Man muss überdenken, was macht man, wie möchte man an so einem Festival mit teilnehmen, was möchte man speziell mit seinen Mitarbeitern machen. Es ist eine Challenge für die ganze Mannschaft, neue Sachen entwickeln, all die neuen Komponenten drin hineinbringen. Das ist natürlich mal die erste Herausforderung, dass wir unseren Gästen etwas Neues können bieten, etwas Spezielles können bieten. Ein Food-Festival in diesem Umfang hat es auch in Zürich noch nie gegeben. Speziell erwähnt sind die täglichen Führungen im Untergrund vom Hauptbahnhof, eine der grössten unterirdischen Produktionsstätten von Europa, oder das Running Dinner, ein Abendessen in 3 verschiedenen Restaurants. Selbstverständlich nehmen auch wir von Best of Swiss Gastro Bewegt am Festival Food Zürich teil. In der Form von einer ausführlichen Bericht- und Genusserstattung. Genüsslich geht es auch in unserem nächsten Beitrag zu und her, und zwar im Expertentalk mit Andreas Krummes. Er unterhaltet sich mit der Trendsetterin und Gastgeberin Simone Müller. Sie ist Geschäftsführerin von einer Werkstatt in Luzern, wo es nur um den Genuss geht. Genusswerkstatt, der Name ist auch Programm bei euch im neuen Konzept? Absolut, und zwar ist es effektiv das, was es zusammensetzt, nämlich Genuss. Wir sind Restaurant zum einen und zum anderen sind wir Werkstatt. Werkstatt darum, weil man bei uns kann selber machen an der Bar. Das beinhaltet alles, was Cocktails, Kaffee und Wein betrifft, also so Cocktailkurs, Barista-Workshops etc. Und auf der anderen Seite im gleichen Bereich Küche, wo man Kochkurs machen mit unseren Gästen. Also selber machen. Ich koche selber bei euch.
Dann braucht ihr wahrscheinlich gar keine Köche mehr. Genau, das ist nicht der Fall. Das wird aber oft gefragt, das ist die meistgestellte Frage. Nein, bei uns ist es so, dass Gäste eigentlich bekocht werden von Profis. Wir haben im vorderen Bereich eine Profikochstation und im hinteren Bereich haben wir einen Bereich, wo wir eine Kochschule eigentlich haben. Wir kochen auch auf Privatgeräten, ganz bewusst, mit dem Ziel, dass eben Gäste, die bei uns an diesen Workshops teilnehmen, auf Geräte arbeiten können, die sie dann auch daheim wiederfinden und somit auch die Sachen, die sie bei uns lernen und können entdecken, nachher auch nachmachen können. Also sehr persönliches Konzept eigentlich und sehr mutig. Ist man in Luzern parat für sowas? Ich hoffe es. Effektiv. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit gehabt, mit den Leuten zu reden. Luzern hat den Nachteil vielleicht, dass wir nicht ganz so, ich sage jetzt mal, Trainee sind, wie vielleicht im Vergleich zu Zürich. Aber auf der anderen Seite haben wir dafür sehr einen engen Bezug zu den Leuten. Also wir kennen sehr viele Leute und das hilft dann wieder, das Netzwerk zu aktivieren. Und unser Gefühl sagt uns, dass das braucht. Wir sind hier in einem Quartier, ein bisschen weg von der Innenstadt von Luzern. Wird sich das Ganze als Quartier ein bisschen entwickeln, so das Trendquartier von Luzern? Wir sind hier in der Neustadt und die Neustadt ist der Ort, wo eigentlich Luzerner ausgehen. Und es ist bereits Trend in Luzern, dass man sich hier aufhält. Also insofern, es ist effektiv so, die Altstadt ist, sag ich mal, touristischer geprägt. Und in der Neustadt ist hier, wo die Einheimischen ihre Freizeit verbringen, gehen essen, etwas gehen trinken und. Ja, das ist so. Was würden Sie jetzt sagen aus Sicht als Gastronom, wenn jetzt andere Gastronomen sagen, das ist ein interessantes Konzept, das mache ich auch. Auf was muss man achten, wenn man so eine doch ein bisschen schräge Idee hat, das auch in der Realität umzusetzen? Also, wie soll ich sagen, es braucht doch relativ viel, wie wir jetzt gemerkt haben. Also, ich würde schon empfehlen, dass man sich Gedanken macht, wie das die beiden Bereiche ineinander hineinfließen. Es muss sicher der passende Raum sein und effektiv die passenden Leute. Also, das ist etwas vom Allerwichtigsten zu unserem Konzept. Wir haben kompetente Leute, Fachleute, Leute, die Leidenschaft haben und vor allem Leute, die gerne Gäste haben. Also jetzt gerade unsere Köche zum Beispiel, die können sich nicht verstecken. Es gibt praktisch keine rückwärtigen Räume. Auch die Person, die es abwäscht jetzt bei unserem Team, die ist voll im Team eingebunden und voll an der Front. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Also die Freude am Gast ist absolut. Also das ist sicher die ganz wichtigen Faktoren, die man haben muss. Mhm. Die Idee, den Mut sicher auch dazu. Mhm. Dann danke ich Ihnen für das interessante Gespräch und ich glaube, das ist zum Anstoßen wert. Dann wünsche ich mir viel Erfolg mit der Eröffnung, die wir heute noch begleiten werden. Und toi, toi, toi. Danke vielmals. Merci. Zum Wohl. Dankeschön. Wenn Sie genau anschauen, dann erkennen Sie auf dem Buchdeckel vom Handbuch «Das 9x9» der Gastgeberei die beiden Autorinnen, Franziska Bründler und Simone Müller. Das Buch dient als lockere Anleitung für leidenschaftliche Gastgeber oder solche, die es noch werden möchten. Übrigens hat Luzern das erste Pop-up-Restaurant, das im April 2014 aufgegangen ist, unter anderem auch der Simone Müller zu verdanken. Der jüngste Streich ist die Eröffnung vom Restaurant zur Werkstatt. Die Eröffnung des Restaurants zur Werkstatt. Guten Abend. Muschkäsesalat, Spargelsalat, Cherrytomaten. Ein Must für alle, die schon immer mal hinter die Kulissen sehen wollten. Die Küche ist offen und die Menüs einfach gehalten. Der Kunde muss mit anpacken. Auftischen gehört dazu. Also wir haben zum einen sicherlich den Mittagstisch, wo man einfach, schnell und sicherlich auf eine spezielle Art, wie man in anderen Restaurants in Luzern zum Mittag isst, sei es als Dreigänger, und der aber, wo man wirklich nur was für tun muss. Man kommt selber in der Küche, holt den Gang in der Küche ab. Salat und sowas ist auf dem Schüssel, in der Schüssel auf dem Tisch schon, zum selber schöpfen. Und der Gast nimmt uns wirklich dementsprechend die ein oder andere Arbeit schon ab. Wie zu Großmutters Zeiten dreht sich hier alles um den Erlebnismittelpunkt Küche. Der Kunde ist hier König, auch ganz ohne Streicheleinheiten und Flattieren. Weniger ist hier mehr. Also das Konzept ist sicherlich, die guten Lieferanten, die Techniken aus der gehobenen Gastronomie mit hierher zu bringen, aber einfach auf eine einfache Art und Weise und wirklich aufs Wesentliche konzentriert dem Gast nahe zu bringen. Zum einen als das Menü am Abend, den Mittagstisch am Mittag,
aber auch sicherlich im Rahmen der Kochschule. Also ich werde sicherlich auch das eine oder andere Geheimnis in der Produktion, im Anrichten oder im Abschmecken mit preisgeben. Oder auch das eine oder andere Rezept. Mit der Eröffnung des Restaurants zur Werkstatt bereichert Simon Müller und ihr Team das Gastronomieangebot in Luzern. Abseits von abgetretenen Pfaden entsteht hier Neues. Und das ist notwendig. Ich denke, die Gastronomie braucht neue Konzepte, neue Leute, die auch den Zugang zur Branche finden und der Branche wahrscheinlich auch so neue Impulse gibt. Auf jeden Fall. Ich finde es spannend, dass man ein die Palette erweitert in Luzern, weil normalerweise sind die klassischen Betriebe doch das Aktuelle. Und dass man hier auch ein mehr das Gesellschaftliche betonen kann, das Soziale, das wir in unserem Betrieb auch schon hatten, das finden wir eigentlich durchaus bewundernswert. Egal ob nur genießen oder selber machen, in der Werkstatt für Genüsse kommen alle auf ihre Rechnung. Sie sehen also, liebe Damen und Herren, Trends werden nicht nur in Zürich geboren. Das wäre es auch schon wieder für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Die nächste Sendung ist eine Sondersendung. Wir berichten vom ersten Swiss Food Forum, das im Sedam Center stattfinden wird. Ein Branchenanlass mit vielen spannenden Themen und interessanten Köpfen. Auf Wiedersehen miteinander.